Neben meinem absoluten Traumjob, nämlich Radiomoderatorin, habe ich auch noch einen zweiten ganz oben auf der Liste stehen. Und das ist Fotografin. Habe ich immer gedacht, ich habe da vielleicht auch ein bisschen Talent zu und wollte das heute mal ausprobieren. Und zwar mache ich das in Gelsenkirchen-Bur bei Fotoart bei Nicole Watzka. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Gerne. Und was machen wir denn heute? Wir machen Passbilder, habe ich uns überlegt. Passbilder. Fangen wir ganz einfach an, so wie unsere Lehrlinge auch immer anfangen. Und das sind dann diese biometrischen, ne? Da muss man ja, glaube ich, so ein paar Sachen beachten. Genau. Die Kunden dürfen nicht lachen, die müssen gerade in die Kamera gucken, es muss ein weißer Hintergrund sein und dann werden sie in eine Maske angepasst. Mhm, in eine Maske. Also sie arbeitet auch sehr viel mit dem Computer, ne? Und bearbeitet ja, dann auch sehr alles viel. Alles nur noch eigentlich danach fotografieren und dann kommt die Computer. Und dann kommen aber auch noch ein paar handwerkliche Dinge, weil ich habe gesehen, da ist auch noch so ein Stanzer. Genau. Da also braucht man richtig Muckis, ne? Ja, genau. Wir haben Fitnessstudio hier mit eingeschlossen. Ja, echt. Also Beinmuskulatur. Ich habe es ja gerade schon einmal versucht, irgendwie ein Foto zu machen. Denn dann steht man da so und irgendwann fangen die Beine an zu schlackern. Also ich bin gespannt, was wir jetzt gleich noch machen und ich freue mich drauf. Total unscharf. Du musst hier ist der Auslöser, da fokussiert man. Ja. Aber du musst es auch näher ranziehen. So, und die Anna muss sich jetzt noch gerade hinsetzen, so ein bisschen. Genau, sie darf nicht lachen. Das ist natürlich super schön. Oder dieses. Ich denke, ich würde dieses jetzt nehmen, auswählen. Jetzt mache ich es schon dunkler. Ein bisschen weicher, ein bisschen Kontrast rein. Juhu! So, das ist richtig. Sowas werde ich wahrscheinlich niemals hinbekommen. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich schon fast an einem ganz einfachen Passfoto gescheitert wäre. Nicole, ich habe mich echt ein bisschen dusselig angestellt, ne? Aller Anfang ist schwer, oder? Man muss alles lernen. Irgendwann ist es Routine. Ich habe Passfotos gemacht, ich habe gestanzt, ich habe auch ein bisschen bei der Bildbearbeitung zugeguckt. Wäre deiner Meinung nach es möglich, dass aus mir noch eine passable Fotografin wird? Denke ich mir schon, ja. Mit ein bisschen Übung kriegen wir es hin. Beinübung, bisschen Muskulatur aufbauen. Bisschen Muskulatur aufbauen, daran ist es nämlich tatsächlich fast gescheitert. Okay, ich sag nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier reinschnuppern durften. Gerne, der Traumjob mit dir. Schön, mir auch. Der Traumjob-Fotografin von Corinna Schröder.